Happy 29. Dezember, meine Freunde. Ich hoffe, Weihnachten hat euch gut getan, weil ich werde euch jetzt nicht gut tun. Wir machen nämlich weiter mit GUI. Und zwar heute geht es um GUI-Container, weil mir einfach kein anderer Oberbegriff eingefallen ist. Container sind ja theoretisch auch das, was wir beim letzten Mal gesehen haben. Das waren halt GUI-Typen und die sind halt auch Container für GUI, aber jetzt geht es halt um eine Kategorie darunter, was halt auch wieder Container sind. Also legen wir einfach mal los. Der Einfachheit halber kümmern wir uns heute nur um Screen-GUIs. Also gehen wir hier auf das Starter-GUI-Dingster-Bumster, entfernen unser Billboard-GUI und fügen ein neues Screen-GUI hinzu. Und wenn man bei einem Screen-GUI auf das Plus drückt, dann kriegt man ein paar Container, die man hinzufügen kann. Frequently used sehen wir hier Frame, Textbutton, Textlabel, Imagelabel, Textbox, Imagebutton und das sind alles GUI-Container. Heute wird es aber vorrangig um einen bestimmten Container gehen und zwar den Frame, weil der Frame ist so ziemlich der Standard-Container und den müsste man auf jeden Fall verstehen, bevor man sich mit den anderen Containern befasst, weil sonst kann man die eigentlich nicht wirklich nutzen. Alle anderen Container sind im Grunde nur Frames mit extra Features. Deswegen werden wir die in anderen Folgen nochmal behandeln. Ein Frame, sehen wir hier, ist standardmäßig 100x100 Pixel groß und ihr könnt ihn im Screen-GUI einfach hin und her ziehen. Wenn das für euch nicht geht, müsst ihr im Explorer auf den Frame raufklicken und dann ist er wieder draggable. Ihr habt dann auch so ein paar kleine Handles, mit denen ihr es resizen könnt, entweder an einer Ecke oder an einer Kante. Wenn ihr einfach drüber drückt, könnt ihr ziehen. Es gibt sogar Hilfslinien netterweise, die euch helfen, etwas in der Mitte zu platzieren. Aber ob ihr etwas in der Mitte platziert oder nicht, ist ziemlich egal, weil sobald sich die Bildschirmgröße ändert, ist es nicht mehr in der Mitte. Denn standardmäßig sind Frames absolut positioniert und haben eine absolute Größe. Das ist auch gut so, weil damit hat man mehr Kontrolle an sich. Aber für Anfänger ist es eigentlich eher geeignet, wenn man mit relativen Größen geht, weil die sich halt an die Bildschirmgröße anpassen. Und genau das werden wir heute lernen. Wie positioniert man einen Frame in seinem GUI, so dass er wirklich da angezeigt wird, wo man ihn auch haben möchte. Und dafür gehen wir einfach mal durch alle Eigenschaften von Frames durch. Angefangen bei Appearance, Selection, Image, Input. Und damit überschreibt man im Grunde einfach nur das Verhalten für die Auswahl des ausgewählten Objekts im GUI, wenn man mit einem Controller arbeitet. Weil wenn Spieler mit einem Controller spielen, können sie nicht mit der Maus klicken, sie können nicht mit dem Finger tippen, sie müssen mit dem Controller auswählen, auf welchen Knopf sie drücken wollen und da kann man dann bestimmen, ja, hier kann man dann sagen, wenn jemand diesen Frame hier ausgewählt hat, dann soll er tatsächlich nicht diesen Frame auswählen, sondern den Button, der irgendwo anders ist, kann man hier raufklicken und dann den Button auswählen. Achievable kennt man von überall. Habe ich aber, glaube ich, nie erklärt. Achievable ist eine sehr alte Eigenschaft, die früher dafür da war, um zu sagen, ja, wenn das an ist, dann konnte man das Objekt speichern, wenn das Spiel gespeichert wird, weil früher konnte man Roblox Places von Ingame aus bearbeiten, was jetzt gar nicht mehr geht wegen Sicherheit und so. Heutzutage hat es nur noch eine Auswirkung auf eine Sache, und zwar, wenn Achievable aus ist, kann man das Objekt nicht mehr mit Doppelpunkt Clone klonen. Zumindest als Client. Ich habe es nie vom Server ausprobiert. Absolute Position, Absolute Rotation und Absolute Size sind einfach nur Werte, die wir auslesen können, die uns zeigen, wo das Ding denn tatsächlich ist. Aber beschreiben können wir diese Werte nicht. Active sollte immer dann aktiviert sein, wenn ihr in eurem Frame irgendwelche Knöpfe drin habt, die ihr halt auch betätigen möchtet. Weil wenn ihr einen Button habt, der in einem GUI-Container drin ist, der nicht active ist, dann kann man den Button wahrscheinlich nicht drücken. Das ist immer ein bisschen blöd. Wenn ihr aber keine Buttons in eurem GUI habt, dann solltet ihr active auslassen, weil dann kostet das ein bisschen weniger Rechenleistung. Der Anchor Point ist der Ausgangspunkt für die Positionierung. Den sehen wir hier oben links in der Ecke. Wir fangen nämlich immer von oben links an zu zählen, sage ich mal. Wenn wir den Anchor Point bei 0,0 haben, ist er wirklich hier oben links in der Ecke. Wenn wir den Anchor Point in die Mitte des Objektes packen wollen, dann schreiben wir einfach Punkt 5 rein und dann Enter. Dann ist der Anchor Punkt in der Mitte. Ihr seht, das GUI ist nach oben gerutscht. Aber das ist sehr praktisch, wenn wir zum Beispiel ein GUI mittig auf dem Bildschirm positionieren wollen. Weil wenn ich jetzt die Position vom GUI bearbeite, dann geht die nicht mehr von der oberen linken Ecke aus. Also wenn wir die Position jetzt auf 0,0 haben, ich gebe mal bei Position 0 ein und Enter, dann seht ihr, ist der Anchor Point oben links in der Ecke und nicht mehr die obere linke Ecke oben links in der Ecke. Das ist dann günstig, wenn wir das GUI genau in der Mitte haben wollen. Wir geben mal bei der Position Punkt 5 ein und bupp, wir haben es perfekt in der Mitte. Und es bleibt immer perfekt in der Mitte. Egal, wie groß unser Bildschirm ist, das GUI wird immer perfekt mittig bleiben. Tipp Nummer 1. Dann haben wir Automatic Size. Und Automatic Size steht standardmäßig auf None. Das kann man auf X, auf XY oder auf Y packen. Und es ist eine Eigenschaft, die es dem GUI erlaubt oder den Container erlaubt, seine Größe zu verändern, je nachdem, was für Children in dem Container drin sind. Weil man kann in einen Container weitere Container reinpacken, zum Beispiel einen weiteren Frame. Und diesen weiteren Frame, den kann ich jetzt nach unten ziehen und ihr seht, der überlappt den dann. Ich ändere mal die Farbe, indem ich auf Background Color gehe, mache die Farbe ein bisschen dunkler, damit man das sieht. So. Und wenn ich jetzt bei diesem Parent Frame
Automatic Size X auswähle, sollte nichts passieren, weil X ist immer von links nach rechts. Wenn ich Automatic Size Y auswähle, blub, passt sich die Größe von oben nach unten an, damit das Child im Frame drinne bleibt. Wenn ich das Child jetzt nach unten ziehe, bleibt es unten. Also ihr merkt, das macht die Automatic Size. Wenn ich es hier nach hier zur Seite rüberziehe, passiert nicht viel, weil wir nicht XY gewählt haben, weil XY bedeutet beides. Wenn wir das machen, haben wir jetzt so ein Ding hier. Und er wird immer versuchen, sich hier anzupassen. Oben links tatsächlich nicht, sondern nur unten rechts. Weil es einfach so ist. Ich mache Automatic Size aber wieder auf None. Weil ich kann es nicht oft genug sagen, GUIs in Roblox sind buggy. Und mit Automatic Size kann man sich einige Dinge erleichtern. Aber es funktioniert nicht unbedingt im Zusammenspiel mit anderen Methoden für automatische Größen. Und dann flackert euer GUI nur blöd herum. Es ist manchmal sehr anstrengend. Die Background Color ist die Hintergrundfarbe. Da könnt ihr raufklicken und dann eine Farbe eurer Wahl auswählen. Heute wählen wir mal so ein nices Grau. Und ich gucke in den Himmel. Die Background Transparency ist die Durchsichtigkeit. Die kann auf 1 stehen für komplett durchsichtig oder auf 0 für komplett sichtbar oder auf irgendwas dazwischen. Die Border Color ist die Farbe der Umrandung. Die ist standardmäßig auf schwarz. Ihr könnt hier wieder eine andere Farbe nehmen. Ich wähle jetzt einfach mal weiß. Wir können die Border Color aber nicht sehen, weil standardmäßig Border Size Pixel auf 0 ist. Danke, Roblox. Vor einer Weile war die Standardgröße noch auf 1 Pixel und jedes GUI-Objekt, das ihr hinzugefügt habt, hatte diese eine Pixel-Outline außenrum. Was anstrengend war, weil man es immer wieder wegmachen musste. Jetzt ist Default 0. Aber ihr könnt theoretisch sagen, ja, 10 Pixel Border, blub, jetzt haben wir eine Outline. Schön. Kann man so machen? Muss man aber nicht machen, weil es gibt andere GUI-Objects, mit denen man auch Outlines machen kann, die man heutzutage eher verwendet. Border Color ist noch ein Verbleibsel von früher, welches man heute nicht mehr unbedingt nutzt. Wenn ihr eine Outline hinzufügen wollt, geht ihr auf das Plus und fügt dann eine UI-Stroke hinzu. Und diese UI-Stroke können wir dann auch wieder auf weiß packen, blub, und können wir sie auch wieder auf 10 Pixel Thickness packen. Und ihr seht, dann ist die Border hier auch abgerundet. Das ist ein kleiner Unterschied, aber ihr könnt den Line-Joint-Mode auch von Round auf Mitte stellen. Dann haben wir es wieder eckig oder auf Bevel und dann wird es so abgeschrägt. Man hat einfach mehr Möglichkeiten. Außerdem kann man die Transparency der Border auch noch einstellen und man hat den Apply Stroke Mode Contextual oder Border. Bei einem Frame ist es beides egal. Wenn ihr aber einen Text zum Beispiel hättet, würde Border bedeuten, dass die Outline außenrum um die Textbox herum wäre und Contextual wäre eine Outline, die nur um den Text herum wäre. Dann haben wir die Layout Order und die Layout Order hat Einfluss auf die Reihenfolge, die Sortierungsreihenfolge, wenn man ein Grid-Style Layout verwendet. Ein Grid-Style Layout zeige ich euch auch einmal, wenn wir hier in unserem Frame weitere Frames hinzufügen. Diese Frames mache ich einfach mal ein bisschen kleiner. So. Dann können wir auch ein Grid-Style-Layout hinzufügen, zum Beispiel ein UI-List-Layout. Und ein UI-List-Layout sorgt dafür, dass die Inhalte des Containers, in dem sich das UI-List-Layout befindet, hintereinander anordnen. Ich dupliziere den Frame und blub, er ist da drunter, 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 blub, er ist da drunter. Wenn wir jetzt diesen Frame hier auswählen und sagen, der ist grün, damit wir ihn auch unterscheiden können, können wir bei dem Frame die Layout-Order auf 1 packen, blub, und dann ist es ganz nach unten. Oder wir packen die Layout-Order auf minus 1 und blub, dann ist es ganz oben. Wenn wir dann einen weiteren Frame auswählen, den machen wir violett, und da dann Layout-Order auf minus 2 packen, blub, ist der oben und die minus 1 ist unten. Ich glaube, ihr versteht es, oder? So kann man die Reihenfolge beeinflussen. Andernfalls kann man natürlich auch noch sagen, Sort-Order statt Layout-Order nach Namen. Dann sind die alphabetisch sortiert. Aber auf UI-List-Layouts gehe ich auf jeden Fall noch in anderen Folgen ein. Das war jetzt einfach nur mal gezeigt, damit ihr versteht, wofür es da ist. Name und Parent kennen wir, hat ja jede Instanz. Und dann die Position. Und die Position steht jetzt hier auf 0,5,0,0,5,0. Warum? Weil die Position aus 4 verschiedenen Zahlen besteht. Diese Zahlen lassen sich in 2 Kategorien einordnen. Und zwar einmal in Absolut und einmal in Relativ. Und das einmal für X und einmal für Y. Ihr wisst, X ist von links nach rechts, Y ist von oben nach unten. Und Absolut und Relativ, die erste Zahl ist Relativ, die zweite Zahl ist Absolut. Das bedeutet, wenn man hier 0,5 in die erste Zahl reinschreibt, dann ist es die Hälfte von X. Und da wir den Anchor Point in der Mitte haben, und wir die Hälfte von x haben, ist dann natürlich genau auf der Hälfte der x-Achse positioniert. Danach kommt 0, das ist dann eine absolute Größe. Das heißt, wir könnten jetzt auf diese 0,5, von der, also die Hälfte von x, nochmal absolute Pixel draufpacken. Zum Beispiel, ich möchte es 20 Pixel nach rechts packen. Drücke ich Enter, blub, es rutscht 20 weitere Pixel nach rechts. Ich mache wieder 0. So. Dasselbe gilt auch für y. 0,5 bedeutet die Hälfte von y, das heißt auf der y-Achse ist es mittig und dann natürlich absolut nochmal 0 Pixel nach oben und nach unten. Wenn ihr ein Objekt in der optischen Mitte platzieren wollt, dann wollt ihr wahrscheinlich 0,5
-0,0,5, -1 machen. Irgendwie hat er die 1 gerade nicht genommen. -1. Und dann Enter drücken. Es ist nicht mehr hundertprozentig die Mitte, weil es ist ein Pixel über der Mitte. Das Auge nimmt es aber als eine angenehmere Mitte wahr, wenn Objekte ein bisschen oberhalb der Mitte platziert sind. Das ist einfach nur so ein kleiner Design-Fact, den ich einfach mal einbringen kann. Die optische Mitte liegt immer ein bisschen oberhalb der geometrischen Mitte. Wenn wir jetzt 5 Pixel nehmen, würde das vielleicht auch noch gehen. Und dann haben wir das Ding in einer angenehmen Mitte. Vielleicht ist 5 Pixel sogar schon zu hoch. Okay, wir packen das aber wieder auf 0. Vor ein paar Wochen hat Roblox ein Feature rausgebracht, dass man einfach nur noch eine Zahl eingeben kann, zum Beispiel 1. Und dann blub, wird es als relative Zahl eingetragen. Das ist super cool, das hatten wir früher nicht. Aber das ist jetzt so angenehm, dass wir einfach Punkt 5 eingeben, Enter. Früher mussten wir halt wirklich Punkt 5,0,0 eingeben und dann Enter drücken. Super anstrengend. Ihr könnt übrigens natürlich auch hier auf den Pfeil drücken und dann seht ihr X und Y und dann seht ihr Scale und Offset. Scale bedeutet relativ, Offset bedeutet absolut. Also Scale ist sozusagen von 0 bis 1 und Offset ist Pixel. Die Rotation ist die Drehung. Wup, 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 wup. Selbsterklärend, oder? Dann haben wir noch Size und Size ist genauso wie Position ein UDIM2-Value. UDIM2 ist der Name von diesem Variablen-Typen, den man hier einträgt mit relativ, absolut für X und Y. Und das ist dann auch wieder die Größe. Wenn wir jetzt einfach einen Frame haben wollen, der das ganze Bild einnimmt, dann geben wir 1 ein, Enter und dann steht da 1,0,1,0. Was bedeutet die komplette Breite des Bildschirms auf der X-Achse für X und die komplette Höhe der Y-Achse für die Y-Höhe des Frames. Wenn wir jetzt sagen wollen, okay, ich will oben und unten nochmal 10 Pixel übrig haben, dann sagen wir hier einfach -20, blub, und dann haben wir 10 Pixel Rand oben und unten. Kann man so machen. Ich kann auch Punkt 5 eingeben und dann nimmt es immer die Hälfte des Bildschirms ein und wenn ich jetzt die Bildschirmgröße verändere, passt sich das, wie ihr seht, an. Es laggt bei mir sehr, ich weiß nicht warum, aber es passt sich an. Und darunter kommt der Size Constraint. Und der ist interessant, weil der bestimmt die Richtungen, an denen sich die relativen Größen der Größe angleichen. Standardmäßig ist relativ XY. Aber wir könnten jetzt zum Beispiel auch relativ XX eingeben und dann, blub, haben wir ein perfektes Quadrat. Wir haben 0,5 für die relative Größe eingegeben. Und jetzt richtet sich nicht nur X, sondern auch Y nach der Breite der X-Achse. Wenn wir jetzt sagen wollen, okay, ich möchte, dass der Frame quadratisch ist, er soll aber genauso hoch sein, wie hier diese Y-Höhe ist, dann können wir relativ YY eingeben und blub, dann haben wir ein Quadrat, welches 50% der Höhe von Y hat und 50% der Höhe von Y als Breite hat. Verstanden? Nee? Ja, Pech. Probiert's einfach aus. Dann haben wir noch Style. Und Style ist ein veraltetes Ding, hier könnt ihr ein paar Default Designs für eure Frames auswählen. Custom hat man standardmäßig, weil man möchte ja selber was designen, aber es gibt halt noch ein paar andere, zum Beispiel Shad Blue, Shad Green, Shad Red, Drop Shadow, Roblox Round, Roblox Square. Das sind einfach so diese Designs, die Roblox früher vorgegeben hat, mit denen man arbeiten konnte. Die könnt ihr auch immer noch benutzen für eure Frames, benutzt aber keine Sau mehr, außer Shad Blue und so. Kennt man vielleicht noch von früher, wo man mit NPCs interagiert hat, da hatten die dann halt so eine Shad Bubbles über sich mit diesem Style. Visible, wofür das wohl da sein könnte? Blub, 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 blub. Und der Z-Index, den habe ich schon beim letzten Mal besprochen, ist für die Verdeckungsreihenfolge. Ich mache mal einen zweiten Frame. Der zweite Frame, der bekommt von mir einfach mal relativ XX, blub, und er kriegt eine etwas andere Farbe, blub. Aber ich will, dass dieser zweite Frame unter dem ersten Frame ist. Also wähle ich den ersten Frame wieder aus und packe den Z-Index auf 2, blub, und jetzt ist er im Vordergrund. Je höher der Z-Index, desto weiter im Vordergrund, je niedriger der Z-Index, desto weiter im Hintergrund. Das ist einfach nur die Überlappung. Ich mache den zweiten Frame mal wieder weg, blub. Clip Descendants habe ich euch auch schon gezeigt beim letzten Mal. Zeigt, ob Children geklippt werden, wenn sie über die Bounds von dem Parent-Container hinweggehen. Also fügen wir einen weiteren Frame hinzu. Ich pack den Frame so rein. Nochmal. Ich pack den Frame so rein. Na, es geht gar nicht. Ich glaube, der Z-Index spielt verrückt, oder? Wenn ich den Z-Index wieder auf 1 packe, geht's, oder? Ja, dann geht's. Das ist immer das Blöde, weil der Z-Index von diesem Frame auf 1 war und der vom Parent-Frame auf 2 war, war der vom Parent-Frame halt im Vordergrund. So ist nun mal Roblox. So, wir packen den hier so hin, dass er überlappt. Wir wollen aber nicht, dass man sieht, dass er überlappt, deswegen sagen wir Clip Descendants ist gleich True und blub, dann wird's abgeschnitten. Weiter geht's mit Auto Localize. Das könnt ihr anschalten, wenn automatisch Texte, die in diesen Containern zu finden sind, übersetzt werden sollen. Root Localization Table, könnt ihr einen Localization Table hinzufügen, Localization Table hier und da könnt ihr dann Einstellungen machen für eure Localization. Source Local ID, Englisch US, da könnt ihr dann DE, glaube ich, oder DE Germany, ich weiß es gar nicht, eingeben, wenn eure Ausgangssprache Deutsch ist.
Braucht ihr aber in der Regel gar nicht, weil ihr in eurer Experience einstellt, welche Root Localization Language ihr habt und dann passt sich das daran an. Und dann Selection, Next Selection Down, Next Selection Left, Right, Up, alles für Gamepads. Wenn wir jetzt mehrere Frames hier drin haben und jetzt dieser Frame hier ausgewählt ist, dann könnten wir bei diesem Frame auswählen, dass die Next Selection Right dieser Frame ist, damit es sich einfach normal anfühlt, wenn man nach rechts navigieren möchte, dass man dann auch auf diesem Frame hier landet. Selectable ist bei Frames standardmäßig aus, weil mit Frames kann man nicht interagieren, die sind ja nur optisch da. Man kann Frames benutzen, um Sachen schön aussehen zu lassen, für den Hintergrund von eurem GUI oder einfach nur als Container, der mehrere andere Sachen dann beinhält. Dafür kann man Frames verwenden. Es gibt aber auch Container mit Funktionen, wie zum Beispiel Buttons, die man anklicken kann. Und Buttons sollten selectable sein, wenn man da raufklicken möchte. Bei Buttons sagt man dann selectable true. Bei einem Frame sagt man, nee, der sollte nicht auswählbar sein, weil was soll ein Controller-Benutzer denn jetzt mit diesem Frame anfangen? Der ist einfach nur zum Angucken da, nicht zum Anklicken. Dann gibt es noch Selection Groups, kann man anmachen. Man könnte hier das Selection Behavior einstellen, wenn man bestimmte Knöpfe drückt oder bestimmt navigiert. Und die Selection Order ist dann auch wieder die Reihenfolge, in der was dann ausgewählt werden sollte. Das werden wir alles in dieser Serie nicht behandeln, aber einfach nur, damit ihr es mal gesehen habt, hier kann man halt das ganze Controller-Verhalten einstellen. Der GUI-State ist für uns komplett unwichtig und ist auch nur auslesbar. Dann kann man auch Tags und Attribute hinzufügen, so wie man es auch kennt. Und das war es dann auch schon mit Frames. Mehr kann man bei Frames nicht einstellen, aber all die Sachen, die wir hier jetzt gesehen haben, die können wir dann bei allen anderen Containern auch einstellen, weil ein Frame ist sozusagen der Basic-Container ohne irgendwelche Funktionen. Es gibt noch viele andere Container, wie zum Beispiel ein Text-Label. Ein Text-Label ist einfach nur ein Container mit Text drin. Oder ein Text-Button. Ein Text-Button ist ein Text-Label, das man anklicken kann. Wie cool ist das denn? Und die Sachen werden wir alle in den nächsten Folgen behandeln. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu Frames habt, dann stellt sie mir in die Kommentare. Ihr könnt jetzt auch gerne das Video anklicken, das sich hier eingeblendet wird und so weiter und so fort. Bla bla. Bis dann und ciao!